Okay, dann fangen wir an. Herzlichen Glückwunsch an unseren Gästetrainer und herzlich willkommen auch zur heutigen Pressekonferenz nach dem 12. Spieltag der Aufstiegsrunde in die Bayernliga. Kissinger Wölfe, Königsbrunn. Endstand 3:4 für Königsbrunn. Kurz noch die Ergebnisse. Amberg gegen Moosburg 7:5. Pfaffenhofen gegen Haßfurt 7:4. Und Schweinfurt gegen Buchlohe 3:5. Ja, das ist richtig eng. Die Tabelle sieht momentan so aus. Erster Pfaffenhofen mit 24 Punkten. Zweiter ist nun Königsbrunn mit 23 Punkten. Dann dritter Stelle sind wir, die Kissinger Wölfe, mit 20 Punkten. Und vierter Schweinfurt auch mit 20 Punkten. Wobei man dazu sagen muss, dass wir Kissingen und Schweinfurt jeweils noch ein Spiel weniger haben. Wird eine enge Kiste. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Für Königsbrunn war es heute Alles-oder-nichts-Spiel. Das war fast die letzte Chance, kann man sagen, wo wir vor dem Spiel gehabt haben, Fabio. Enorm wichtig für euch, die 3 Punkte, meines Erachtens auch verdient, die 3 Punkte mitgenommen, weil das erste Drittel, normalerweise sagt man, stecken immer noch irgendwie so die Busfahrt in den Knochen, aber da hatte ich das Gefühl, dass unsere Mannschaft 5 Stunden im Bus gesessen war, weil sie waren körperlich präsenter, die Königsbrunner, sie waren spielerisch besser, sie waren passsicherer meines Erachtens. Und wenn ich dann die Tempo-Gegenstöße gesehen habe, wo wir den Puckbesitz gehabt haben im gegnerischen Drittel und dann den Tempo-Gegenstoß, dann teilweise 4 Königsbrunner auf 2 Kissinger laufen und das fast permanent, also spritziger, alles präsenter. Auch die Checks, wenn man die beobachtet hat, also ist selten mal ein Königsbrunner, hat er mal die zweite Geige gesehen, sondern die haben immer die körperbetonten Spielsituationen auch gewonnen. Dann muss man dazu auch mal sagen, hat unser Torwart, ich sage jetzt mal fast einen rabenschwarzen Tag gehabt, weil meines Erachtens gehen alle 4 Tore auf seine Kappe und die zieht er normalerweise mit der Mütze, aber Schwamm drüber, er hat uns genug Spiele gewonnen. Torwart ist so, wenn er einen Fehler macht, ist das Ding drin. Und Stürmer kann 25 Mal vorbeischießen, trifft in der letzten Minute das entscheidende Tor, ist er der Held. Es ist so gewesen, fertig. Zweite Drittel, dritte Drittel waren wir dann, denke ich mal, oben auf. Da haben wir dann die Spielsituation im Griff gehabt. Strafzeiten waren auch so ziemlich mal ausgeglichen. Überzahlspiel hat nur einmal gut geklappt bei uns, ansonsten hat es überhaupt nicht funktioniert. Meines Erachtens auch einen starken Torwart heute drin gehabt, die Königsbrunn, deswegen auch, sage ich mal, zu Recht Spieler des Tages bei Königsbrunn. Ja, mehr will ich auch dazu gar nicht sagen. Ich gebe dann mal jetzt das Wort an den beiden Trainern über. Fabio Caziola von Königsbrunn, nochmal Glückwunsch zum Sieg, war für ihn. Dein Statement. Guten Abend erstmal, hallo. Ja, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Ich finde, wir waren in allen 3 Drittel waren wir präsenter, spritziger und haben einfach Bad Kissing heute das Leben schwer gemacht. Wir wussten, wenn wir sie spielen lassen, wenn wir denen Zeit geben, dass es ganz schwierig wird. Wir haben uns darauf eingestellt. Die Jungs waren heute von der Abfahrt im Bus bis nach dem Spiel waren die bereit. Das hat man schon in der Kabine gemerkt. Und da muss ich sagen, Hut ab, Jungs. Das war Wahnsinn heute. Also was wir da alles gezeigt haben, was wir da alle für einen Einsatz gegeben haben. Und wie schon gesagt, das haben wir uns vorgenommen. Das haben wir durchgezogen, 60 Minuten. Deswegen, wie gesagt, verdient gewonnen heute. Dankeschön. Leute. Ich hab's vor der Pressekonferenz gesagt, es wird hier... Es geht hier mit New York, da gibt es kein Pfui, das ist dem Trainer seine Meinung und es wird jede Meinung akzeptiert. Wird es nicht der Fall sein, lasse ich die Pressekonferenz räumen, ganz einfach. Es wird fair verloren und Ende. Michael, dein Statement mal zum Spiel, bitte. Ja gut, also erstens mal hast du ja wie immer schon wieder alles vorhergenommen, ne? Weil eigentlich brauchen wir die Trainer gar nicht fragen. Wenn der Pressesprecher die komplette Spielanalyse macht. Was das erste Drittel angeht, Rabenschwarz, ja, 3 total beschissene Tore auf gut Deutsch, die man da hinten einfängt. Und wie gesagt, im zweiten Drittel haben die Jungs dann eigentlich besser ins Spiel gefunden, haben auch mehr Druck gegeben. Und das Problem ist ganz einfach, wenn ich mir die Chancenauswertung anschaue und die Anzahl der Schüsse anschaue,
zu wenig Schüsse aufs Tor. Und ohne Schüsse aufs Tor kannst du mal auch keine Tore erzielen. Und wenn du dich dann noch in dumme Konter reinläufst und auch so saudumme Dinger hinten bekommst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du dann mit 4:3 verlierst. Ja. 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 Ja, es ist nun mal, jetzt so gewesen, Königsbrunn war halt, ja, den Ticken besser heute, fertig, die haben die Chancen reingemacht, die sie gehabt haben. Wie gesagt, der Torwart hat heute einen rahmschwarzen Tag gehabt, ist so, fertig, muss man akzeptieren. Und jetzt geht es nach vorne zu schauen, es ist, geht weiter, am Sonntag, wie gesagt, spielen wir in Buchloe. Da müssen wir jetzt unbedingt die 3 Punkte einfahren, die sind enorm wichtig. Dann spielt Königsbrunn zu Hause gegen Amberg. Amberg ist auch wieder stark im Kommen, jetzt mit 17 Punkten an Rang 5. Also nach dem letzten Spieltag ja Pfaffenhofen-Schweinfurt spielt, hat Amberg sogar auch noch eine Minimalchance auf den 3. Platz oder 4. Platz sogar, weil man munkelt ja, dass eventuell die Bayernliga aufgestockt wird oder sonst was, dass ein 4. Platz vielleicht auch rein kann, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Dann spielt Haßfurt zu Hause gegen Schweinfurt das Derby. Da ist auch, wie gesagt, Derby sind immer seine eigenen Gesetze, alles drin. Moosburg spielt zu Hause gegen Pfaffenhofen. So, das war's dann mal so grob von meiner Seite. Jetzt sind Fragen von der Presse an die beiden Trainer. Ja, klar. An der Presse erstmal bitte. Ja, Reihenfolge ist egal, aber dann komme ich von der Weg. Ich habe heute vor allem überragendes Mitteldrittel gesehen, da möchte ich dem Gästetrainer auch widersprechen. Da ist in meinen Augen Königsbrunn an die Wand gespielt worden im 5-5. Das war Powerplay bei 5-5, was mir als halbwegs neutralen Zuschauer Spaß gemacht hat. Trotzdem verloren. Wie schwierig ist es für euch, positiv zu bleiben? Weil wenn man eine Chance hat, will aufzusteigen, im Normalfall braucht ihr also in den letzten 3 Spielen noch 3 Siege. Ist man jetzt erstmal niedergeschlagen oder wie schnell müsst ihr dann den Schalter umlegen, wieder positiv zu sein? Was kannst du da als Trainer und Vorsitzender, wie kannst du deinen Teil dazu beizutragen, dass das Ganze einfach wieder das Glas halb voll bleibt und nicht halb leer nach so einer Unterbrechung? Also ich sag mal, wenn das Glas nur halb voll wäre, dann wäre es mit Sicherheit die falsche Sportart, die Leute ausüben. So eine Sache kannst du einfach nur abhacken und kannst letztendlich heute Abend schon wieder anfangen, dich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Es fängt im Kopf an. Es geht letztendlich dann am Sonntag auf dem Eis, geht das Ganze definitiv weiter. Und ich habe es von vornherein gesagt, es ist keins von diesen Spielen leicht. Die stehen nicht alle umsonst in der Verzahnung, sondern die Mannschaften. Und diejenigen, die halt an dem Tag, sagen wir mal, auch die bessere Form haben, die vielleicht auch das notwendige Quäntchen Glück haben, die vielleicht auch die Eier in der Hose haben oder auch mit dem dementsprechenden Herz spielen, die gewinnen ganz einfach so ein Spiel. Und ich sag mal, Absicht muss es ganz klar sein, für Sonntag definitiv wesentlich mehr Chancen auf das Tor zu bekommen, die Dinge reinzumachen und dann mit 3 Punkten heimzufahren. Was anderes zählt nicht. Aufgeben ist keine Option. Haben wir noch Gästetrainer noch Fragen? Ja, dann wenn wir schon dabei sind, also eben auch, es war ja, der Thomas hat es ja indirekt schon angesprochen, die ganzen Vorkommnisse im Vorfeld. Ich habe mir das heute auch nochmal angehört, die Aussagen vom Herrn Rampf in Buchloe. Würde mich einfach mal von Verein interessieren, ob das einfach nochmal Thema war im Nachhinein, dass man sagt, okay, ist kein gutes Deal, oder hat man den Herrn Rampf auf die Schulter geklopft und hat gesagt, du hast vollkommen recht, das interessiert mich einfach, wie man im Verein mit sowas umgeht, wo man doch weiß, wir sind alle Sportler und sowas in meinen Augen hat, ist das einfach fehl am Platz. Da würde mich einfach mal eine Aussage aus Königsbrunn interessieren, wie man mit solchen Aussagen und Statements umgeht. Wir wollen alle professionell arbeiten und das war für mich nicht professionell. Möchte von der Vorstand oder? Ja, der Vorstand. Okay. Ja gut, zuerst mal guten Abend zusammen. Will ich dir gut was du sagst? Nein. Also ich muss erst mal sagen, wir haben 3-mal gegen Backesingen verloren. Wir haben jetzt das 4. Spiel. Wir haben 4-mal gegen Schweinfurt verloren. Und also wir wussten, dass Bad Kissingen eine starke Mannschaft ist. Und das zum Thema Rampf, das haben wir intern, der hat in die Mannschaftskasse was bezahlen müssen. Das haben wir auch nicht. Nee, das ist wirklich so. Naja, aber was willst du machen? Es gibt mir halt immer wieder Spieler, wenn einer mal was sagt nach der emotionalen Meinung, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat. Aber nein, das war, wir haben, ja, aber ich würde nur sagen,
wir haben das auch nicht, ich habe mich entschuldigt, also mehr kann ich nicht machen, auch bei Schweinfurt entschuldigt, wir haben letzte Woche 0-6 Punkte gespielt gehabt, fragt die Schweinfurter, wir haben denen gratuliert zum Sieg, sagt, ihr wart die bessere Mannschaft, also so ist es nicht, dass wir da immer, klar ist das immer ein Thema mit Ausländern und so weiter, aber ich denke, dass wir eine faire Mannschaft sind und dass wir auch nicht mit solchen Plakaten da irgendwo aufsteigen wollen. Wir wollen sportlich und das haben wir heute gezeigt. Und ich denke, wenn wir aufsteigen, da hat es auch Schweinfurt vielleicht verdient und Bad Kissingen verdient und wir haben es vielleicht auch verdient, dass wir da oben stehen. Also das möchte ich dazu sagen. Okay. Leute, wie gesagt, man muss den... Man soll nicht immer Öl ins Feuer gießen oder. Ich meine, sicherlich haben mich auch ein paar Aussagen verwundert, was das Geografische gesehen hat, weil ich gesagt hat, die Bayern, die haben nichts in Bayern verloren. Unterfranken ist nun mal ein Teil von Bayern, wir gehören dazu. Und wenn es so ist, werden wir mit aussteigen. So, dann jetzt eine Frage von da hinten. Frage an wer Vorstand ist mir scheißegal. Wer oberste von euch ist mir wurscht. Letzte Woche auf den Hasbro gespielt. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, ist mir wurscht. Da seid ihr in der Zeitung auch nach dem Thema gefragt worden. Da sagt er, ja, ihr habt das jetzt alles so gemeint, hier mit Schweinfurt und Hasfurt, alles eigentlich so mehr auf Kissingen abgeschoben. Jetzt stellt ihr euch dahin und sagt so, ja, das ist eine Ungedrucks. Ist das seine Männer? Sagt eure Meinung. Okay, mal klipp und klar. Ich glaube, das hat er getan. Die zweite Frage. Braucht ihr zu grinsen? Ja, entschuldige, das gut. Die zweite Frage. Wie macht es der EHC Königsbrunn? Also, wer ist die Auflagen vom BFV? Zwecks Aufstieg in die Bayernliga, so und so viele Jugendmannschaften. Ihr habt, soweit ich weiß, keine oder vielleicht eine. Kann ich was dazu sagen? Letzte Woche, Fabio war dabei, auf einer Verbandstagung waren und die Meinung vom BEV geht dahin, dass der Kooperationsvertrag, den wir mit dem EV Königsbrunn haben, ja, es ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Verein in Königsbrunn, nur mit getrennten Kassen, weil das einfach so gewünscht war aus der Vergangenheit raus, wegen der Insolvenz vor 5 Jahren. Und deswegen geht die Meinung beim BEV dahin, dass der Kooperationsvertrag ausreicht, um den EHC Königsbrunn in der Bayernliga starten lassen zu können. Also bei euch geht es bei uns nicht aus. Bei uns reicht es nicht aus. Nee, das stimmt nicht. Weil es sollte, nur mal angenommen jetzt, der Fall X, Würzburg würde jetzt keine eventuelle Spielstelle haben und... es könnte genauso eine Kooperation irgendwie vielleicht mit Würzburg laufen, dass die hierher kommen, dann hätten wir auch die Nachricht. Also das ist nicht nur Ausnahmegemächte, das ist also auch bei anderen Vereinen so. Bloß, die müssen dann ihre Heimspiele hier austragen. Ist das richtig, Michael, wenn es so ist, dass das dann eine Kooperation gemacht werden kann? Und die haben eine Halle, das sind 2 Vereine und dann ist laut BEV-Statuten so eine Kooperation möglich. Ja, es ist so und... genauso ist es, wie die Ausländerregelung ist. Es gibt keine, du kannst spielen, das tun wir alle. Und wenn die Vereine das dann so haben, die Möglichkeit haben, dann ist es auch legitim, dass sie die so nutzen. Werden wir, wenn wir die Möglichkeit haben, denke ich mal, auch so nutzen. Marco? Ich habe noch eine Frage an den Coach hier. Euer leicht alkoholisierter Kollege, sag ich mal, der Rampf, hat im Buch Lohr ganz klar angekündigt, wenn es um letzte Spiel um was geht, macht er eine Wettbewerbsverzerrung. Und dann möchte ich deine Meinung mal wissen als Sportler, was du davon hältst und was ihr im Buchlo am letzten Spieler macht. Und zwar also, ehrlich, als ich habe davon nichts gehört, weil das interessiert mich gar nicht, was der da gesagt hat. Also ganz ehrlich. Lass mich nochmal reden, Jungs. Ich will mich auch gar nicht äußern jetzt. Ich denke mal, das ist jetzt. Ich will nur deine Meinung wissen, was du davon hältst. Also, was der Herr Rampf gemacht hat, finde ich unprofessionell. Okay. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir das jetzt langsam alle vergessen und. Jetzt geht es in die letzten 2 Spiele, die sind ganz wichtig und jeder soll einfach das beste Eishockey spielen und diejenigen, die da oben stehen, die haben es verdient. Ich denke, dabei sollten wir jetzt dieses Thema mal belassen. Ich habe ja, man muss es dann auch mit einer gewissen Selbstironie dann nehmen. Ich habe damals gegen Hasper dann auch gesagt, wir trinken unter uns Zipfelgesichtern dann ein Bier.
Leute, es ist, man sagt aus Emotionen einmal was heraus. Ich möchte nur eins dazu sagen, wie haben wir beim Fußball, sage ich jetzt mal, Typen wie Stefan Effenberg, Lothar Matthäus oder Mario Basler geliebt, die irgendwann mal nach dem Spiel einen Spruch rausgehaut haben. Das gehört auch ein kleines bisschen dazu. Und das muss man dann irgendwie dann auch wie Männer nehmen, weil nur Memmen stellen sich dann hin und jammern. Sicherlich war einiges, hätte man sich sparen können, wie eine offizielle oder eine öffentliche Spielverschiebung da bekannt zu geben und dann noch so einen Hammer loszulassen. Er fand es ein bisschen merkwürdig, unsere Spielverlegung gegen Moosburg mit 11 Profis. Wir haben keine 11 Profis. Wir haben alle arbeiten, das ist aber auch gesagt worden, aber irgendwann bitte jetzt einen Schlussstrich da drunter ziehen. Wir gehören zu Bayern nach wie vor noch. Der nächste Ministerpräsident kommt sogar aus Franken. Und sollte es Königsbrunn und wir, oder egal wer es ist, schaffen, dann haben es die Teams da oben verdient. Und dann ist es auch gut, weil irgendwann, es haben sich die Verantwortlichen vom Verein, der erste und dritte, bis zweiter, dritter Vorstand, haben sich jetzt dahergestellt, haben das, Moment, ganz Moment, ich muss dazu sagen, ich habe am Mittwoch mit dem Tim Berle telefoniert, ich habe ihm gesagt, sollte der Herr Rampf hier kommen, wird es gesittet ablaufen. Er hat so eine Aussage getätigt, dann muss er sich auch ein paar kritischen Fragen stellen. Jetzt ist es aber so, dass er arbeiten muss und nicht da sein kann. Es waren jetzt die Offiziellen vom Verein da, haben Stellung genommen. Das nehmen wir jetzt so hin. Wir haben zwar verloren und es ist so, fertig, Ende. Ich finde es okay. Man muss es alles auch ein bisschen sportlich nehmen. Und solche Aussagen schön auch ein bisschen, wenn gesunde, ich sag jetzt mal, ja, kleine Aggressivität mit reinbringen, es gehört zum Eishockey dazu, ein braves Eishockeyspiel ist kein Eishockeyspiel, mein Vater, du weißt selber, du hast auch eine DEL gespielt. Und ja, es ist so, wir haben jetzt verloren 3-4 und warte mal, Michael möchte noch was sagen dazu. Also Punkt 1, der Fußballvergleich, ne? Das geht ja schon mal gar nicht. Also, da gibt es auch ein ganz nettes Shirt. Also als Gott klar wurde, dass wir die besten Eishockey spielen, ne? Schuf er für den Rest den Fußball. Soviel zu dem Thema. Die Mannschaften haben heute beide da draußen gutes Eishockey gezeigt. Und scheißegal, jetzt in dem Fall, ob so ein Spiel für die eine oder für die andere Mannschaft so knapp ausgeht, 4-3, das ist überhaupt kein Ergebnis. Gewinnen letztendlich hätte das jede Mannschaft gekonnt. Die bessere hat heute gewonnen und damit ist das Thema durch und die andere Mannschaft muss einfach die Arschbacken zusammengreifen und weiterspielen. Das ist das, worum es in dem Sport geht. Aufgeben, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, ist keine Option. Ansonsten falsche Sportart. Genau, so ist es. Und dann, wenn wir sagen, sind jetzt noch Fragen aus der Runde hier? Nicht? Okay, dann belassen wir es auch dabei. Jetzt ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Wie gesagt, nächste Woche am Sonntag spielen wir in Buchloe. Da müssen wir ganz einfach die 3 Punkte einfahren. Wir haben es ja immerhin noch selber in eigener Hand. Und dann kann uns eigentlich das, was andere Mannschaften machen, egal sein. Vielleicht Vorteil für beide Mannschaften, dass am Schluss, am letzten Spiel am Pfaffenhofen gegen Schweinfurt spielt, die sich dann ein bisschen gegenseitig die Punkte wegnehmen müssen. Hätten wir heute ganz einfach gewonnen, dann wäre es ganz anders ausgeschaut, dann müssten wir jetzt nicht solche Diskussionen, dann würden auch solche Diskussionen vielleicht gar nichts mehr so eingeführt werden, dann hätte es geheißen, jawohl, wir haben sie weggeputzt und heimgeschickt. Nein, wir haben verloren, wir verlieren fair. Königsbrunn war besser, die haben den Tick besser gespielt und sollten sie am Ende mit aufsteigen, haben sie es verdient, genauso gut wie mir, weil ich habe es zum Fabio kurz, wie er auf der Box, in der Box gesessen war, habe ich gesagt, das war Eishockey im obersten Bayernliga-Niveau. Also von beiden Mannschaften, das kann man also oben ansiedeln in der Bayernliga und das war ein schönes Spiel. Wir haben verloren, leider, und so belassen wir es jetzt auf. Fabio, wir wünschen euch eine gute Heimfahrt. Kommt gut heim. Nochmal Glückwunsch an euch alle und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Jahr in der Bayernliga. Kommt gut heim, macht's gut. Dann möchte ich auch die Pressekonferenz beenden. Ich bedanke mich bei allen, bei Sponsoren, bei der Presse, bei den Fans fürs Dasein. Macht's gut, tschüss, ade, servus, danke. Thank you.